Willkommen zurück zu Guild Wars 2, meine Freunde. Wir sind hier jetzt direkt in dieser Plateau. Und hier wollten wir nicht hin, um ein wenig wieder zu leveln. Doch als erstes versuchen wir uns an eins der schwierigsten Jumping-Puzzles. Oder Aussichtspunkten. Ist ja eigentlich ein Aussichtspunkt, aber naja. Ist sehr, sehr schwer. Unübersichtlich und sehr schwere Jump-Run-Acts hier. Sehr schwere Jump'n'Run-Stellen. Aber für mich war es damals kein Problem. Ich habe es beim First Try geschafft, den Weg zu finden. Und ich empfehle euch den Rollsprung. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, aber das schaffen wir. Yes, seht ihr? Dann landet ihr mal souverän da, wo ihr landen wollt. Oh Gott. Wo ist denn jetzt lang? Ah, das war diese Assi-Scheiße. Ihr könnt mich mal, auf YouTube besuchen. Nein, Spaß. Schleich mal am Rand lang. Bei Assassin's Creed oder was? Oh, der kann mich auch mal. Denn der ist nicht sehr lieb. Will nur Böses. Oh, shit. So, jetzt müssen wir Gegner besiegen. Denn die nerven dann doch schon. Komm mal her. Ich hab eine Falle für dich. Fall mal drauf rein. Jetzt kommt er und Schlitz und Take that und jetzt den Herzsucher und Bäm. Epic. So, ich habe Schiss vor einem Veteran, der darf uns nicht sehen. Zauberkundiger auch noch. Oh my goodness. Zauberkundiger, Magier. Gar nicht mit zu spaßen. So, wir müssen jetzt den Weg suchen. Ich habe selber keinen Plan mehr. Wir werden da schon noch gemeinsam rausfinden. Hier ist nichts, da kommt man nicht hoch. Wieso wollen sie den Zauberkundigen erschießen? Hat doch gar keinen Sinn. Wow! Ne, ne. Ich guck mal woanders nach, Ja, hier geht's weiter. Boah, ganz mies. Wer kommt darauf? An so eine Kante, seht ihr? Muss man ganz genau hingucken, denn schafft man's auch. Viele verzweifeln hier. Sagen, was ist das denn eine Scheiße? Ich habe schon so vielen hier geholfen. Was, ein Brief? Straße teilt sich davon. Direkt vorbereiten. In Osten muss ich. Ja, die Mauer ist hier jetzt weg. Ne? Dann kannst du ruhig in Osten. Ach, was soll's. Kleiner Spaß am Rande. Da müssen wir, glaube ich, rüber. Aber was ist hier? Mann, Assi. Und du auch. Leg, leg, leg. Mach die Kohle auch nicht mehr fett. Und... dein Tod kommt jetzt. So, jetzt müssen wir diesen Sprung natürlich meistern. Ich sag nur eins. Diesen Idiot. Mensch, wie viele kommen denn? Ach, die können mich jetzt mal. Yes! Oh nein! 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 So viele Gegner. Beziehungsweise sind zwar nur zwei, aber... ja, unverwundbar. Genau wie deine Mutter. Leb wohl! Ja, ich will nicht mit euch spielen. Hui! Oh, hey, die Sprünge sehen so leicht aus, aber da kann man so leicht failen. Das ist mies. Und das ist auch mies, denn ich schlitze dich einfach so auf. Weiß zwar nicht, wie man einen Geist schlitzen kann, aber naja, ich kann's. Warum? Weil Baumund, weil ich's kann. So. Oh shit, die schwerste Stelle awaits. Wisst ihr, was das Beschissenste an dieser Stelle ist? Dass wir kein Safe State benutzen können. Und wenn wir runterfliegen, sind wir tot. Mal gucken, ob das... Skylor. Ich hab Angst. Ja, mit Rolle. Yes, mit Rolle. Oh, oh. Mit Rolle, Frau Holle. Der Typ ist tot. Nein. Nee, der steht da. What the fuck? Hä? So hat er sich da runterfallen lassen. Ah, das muss... Nee, das muss man nicht. Hier kann man auch drauf. Dann hier drauf. Und dann hier drauf. Hier ist wie bei Assassin's Creed. So, Brief. Ich bin beinahe da. Ich fühle es. Ich weiß nicht. Die Geister sind hier stark. Scheiße, jetzt kommen echt starke Geister. Oh, wie kommt der jetzt hier wieder hoch? N1. Hat er ein bisschen gehackt. Na ja, soll's. Mit leben können mit solchen Hackern. Nee, ich will den nicht nochmal lesen. Einmal reicht. Bin nicht so eine Leseratte.
Bloß kein Fraps-Lag oder so. Ich will nicht runterfliegen. Bin schon so weit jetzt. Hey, oben ist er. Der Skillpunkt. Aber es gibt auch noch Aussichtspunkt. Wie schon erwähnt. Und der ist noch schwieriger zu erreichen, weil wir holen uns erstmal den Skillpunkt. Ich bin stark. Würde ich wohl hoffen. Soll's uns jetzt nicht helfen. Den Skillpunkt zu meistern. Na, what the fuck? Wie kam man hier weiter? Das ist die Frage. Jetzt wird's mysterious. Ich hab nicht jetzt gar keinen Plan mehr. Aha. Ja, da schreiben sie schon. Wow, volle Scheiße, ey. Aber ich find's eigentlich gut, nur das ist jetzt ein bisschen rätselhaft. Bin ich jetzt falsch abgesprungen? Ich glaube nicht. Hier geht's weiter. Bloß wo? Hier wahrscheinlich durch. Ja, da kann ich mich nicht dran erinnern. Hier habe ich gezweifelt und... Ja, genau, das war so asozial. Muss man durch und hier an den Druidenstein hoch. Ey, es ist so fies, aber geil gemacht, geil gemacht. Daumen hoch. So, haltet Zwiesprache. Finally. Oh ne, jetzt kommt noch ein Assi. Ja, Mann, haltet Zwiesprache und leckt nicht rum, Mann. Leck nicht drum. Solche Kraft. Und wir haben's. So, jetzt den Veteran hier. Dass er sich nicht mehr so cool fühlt. Ich bin Veteran, ey. Voller Hauptmann. Bloß nicht darunter fliegen. Lieber Dieb. So, wo war jetzt der Aussichtspunkt, meine Freunde? Der Sprung muss jetzt. Oder wie kannst du von anfangen? Das würde ich nicht sehr gut heißen. Ich würde so lachen, wenn der runterfliegen würde. Bin ja schadenfroh. Ich bin ja schadenfroh. Okay, durchatmen. Und go for it. Go for this. Yes, wir kriegen den Goldpokal. Oder auch nicht. Wir kriegen nur diesen Aussichtspunkt. Oh, epic, wieder first try. Jump run Skiller. Ja, ja, wer Super Mario spielt oder andere diverse Jump'n'Run-Spiele ist hier klar im Vorteil. Oder auch The Legend of Zelda hilft. Denn man muss sich den Weg hier vorbei wagen. Oh, wenn man hier draufklickt, sieht man es auch. Habt ihr gerade gesehen? Oh, wie komme ich jetzt hier lebend wieder runter? Ohne einen Arzttermin zu haben danach. Nämlich so. Wow, Pulver. Gib mir ein bisschen Schießpulver. Ne, lassen wir es mal. Moskito! Ihr nervt! Ich will keine Mückenstiche haben. So, ich möchte ganz gerne die Sehenswürdigkeit haben. Los, Bulwar. Na gut, der hilft dir, die Gegner zu besiegen. Hauptsache, wir kommen da lebend hin, denn ich will das hier auch 100% lösen. Gut. Weiter geht's. Boah, voll das Camp, ey. Immer diese Camper. Oh, wie er da sitzt, ey. Hockt da und kratzt sich an der Eier so. Oh, es juckt ja wieder. Ja, ja. So ist es, wenn man Mann ist, ne? Separatistenschützer, damit kennt sich aus. Ja, ist klar. Bist ja auch ein Mann. Sonst hätt's ja ein bisschen oben mehr, ne? We all know. So. Achso, wir haben schon. Das war einfach das Camp. Das Überlebenscamp. Sind wir hier bei den Pfadfindern oder was? Ne, wir können ruhig dadurch. Dann können wir das Quest auch. Oh. Erledigen. Und das Quest ist, diesen Typen zu killen. Deswegen ist Pulver wahrscheinlich hier auch und Dr. Caligari. Ey, wer macht hier die Eiszauber? Du? Du? Aha, dass ich nicht lache. Bam. Stehlen. Hier, take that in your face. Oh, was haben wir hier da gedroppt? Dampfufer. Na gut. Und tschüss. Aufgeschlitzt. Angespitzt, aufgeschlitzt. Wie Schmitz, Katze. Das passt doch gar nicht, was ich mit dir laber. Na gut. Oh, Gegner. Gegner. I like that. Wie sie nicht checkt. Boah, sind zwar ein paar, die mich angreifen und dann irgendwann später kamen die Reflexe. Alles verzögert bei der Ollen. Und dann, oh, ich muss dich töten. Und dann fällt sie tot um, weil sie schon so viel kassiert hat. Blitzreflexe for the win. Sag ich nur. For the winner. Na, du Prügler.
Dann kriegst du jetzt deine tägliche Prügel. Oh ne, ist ein Wächter. Das machst du mal nicht normal hier. Unterwerfen ist nicht nett. Und dann noch mir eins ins Face geben, wenn ich am Boden liege. Nee, nee. Interagieren. Die Trümmer einer Mauer, die die Menschen vor hunderten von Jahren errichteten, um sich gegen den Einfall der Char zu schützen. Große Teile dieser Mauer wurden vom großen Feuer in Schutt und Asche gelegt. Natürlich Anlehnung an Guild Wars Tutorial-Gebiet Ascalon, wo es von den Char mit einem Meteorangriff in Schutt und Asche gelegt wurde. Und 100 Jahre später, mehrere hundert Jahre, ist Guild Wars 2. So. Das zu der Information. So. Ach, du bist wieder da. Seid ihr wieder am Campen hier, im Dschungelcamp oder was? Also, ich wäre nicht gerne an deiner Stelle. Wenn du einen Känguru-Hoden fressen willst, dann meinetwegen. Mal so nicht. Denn da schreibe ich lieber ein Gedicht. Denn das ist meine Pflicht. Aber jetzt ist Schicht hier. Schicht mit deinem Leben hier. Nimm dir mal eine Auszeit. Eine Auszeit. Am Boden zerstört. Es ist vorbei. Fress doch lieber ein Ei. Ne, lass mir die Reimerei. Oh, jetzt hat es sich unwillkürlich nochmal gereimt. Bäm. Yo, das Bäm kam jetzt aber mit dreifacher Stärke zurück. Wow. Yo. Erstmal der Kopf so guckt aus dem Zelt raus und der Körper ist noch im Zelt. Ist klar, Murat. Mehr Separatisten, wir müssen sie alle auslöschen. Voll brutal. Oh nee, es sind die Ascalon-Typen. Hä? Sind die Separatisten? Zeigt euch, ihr Feiglinge. Ja, danke, Bull, wer es mir den weggenommen hast. Oh, Nahrungsvorräte. Zerstören wir die Koksvorräte. Brauchen sie nicht immer. Einen Rauschzustand versetzen. Das ist nicht so gut. Separatisten, Technikerin. Die Technik. Super Saiyan. Oh, Super Saiyajin wurde interrupted. Ich liebe den Skill, aber sie hat mich interrupted, dieser Dreckskerl. So. Wieso wieder nicht checkt? Doch. Oh, nö, ist diese Frostmagierin hier. Dann wirst du erstmal gestunt. Ich bin gestunt, ey. Was ist denn heute los, ey? Oh, wie ist es mir mal wieder zurückgeben, wenn ich hier was kommentiere? Oh. Tschüss. Stufenaufstieg. Woo! 27. Hoffentlich wird es nicht ranzig. Schutthaufen. Ja, aber es bringt ja irgendwie nichts für Quests, gell? Nee. Warum ist es dann hier? Das ist die Frage. Hoffentlich kriegt mich nicht die Arge. Nein, Spaß. Sorry. Oh my goodness. Das zieht sich ja wieder. Aber ich kann ja nicht zu. Es ist das Spiel. Nee, manche Quests sind einfach doof. Das ist eins davon. Ah, es geht noch. Wir hatten schon schlimmere. Doch, doch. Bäm. Wenigstens ist die Atmosphäre hier ganz schön. Nicht so schreien. Könnte meinen, sie sind schwanger. Okay, ein Run noch. Dann haben wir das Quest geschafft. Dann können wir die Landschaft weiter erkunden. Und das freut uns alle. Naja, falls die Quests euch auch zu lang sind, könnt ihr vorspulen. Ich mache die Guild Wars 2 Parts ja meistens immer länger. Und dann ist das auch wieder alles okay. Und Drecksgeld stirbt und wir haben's. N1. Nehmen wir das Geld. Wie es dem Held gefällt. Bravo, der Graufuchs. Kauf dich Deutschtüte. Und gut. Bravo, der Graufuchs. Ja. Gut, hier haben wir noch eine Sehenswürdigkeit. Ach so. Das Quest war hier hin. Okay. Da mag Stachelpilz. Spitz, ich werde dich nicht beleben. Tja. Assi, Kaiser. For the win. Steinfall-Anwesen. Da waren wir einst gewesen. Denn wir hauen sofort wieder ab. Wieso Wasser nehmen? Soll ich ihn damit? Brauche ich nicht. Ja, hier, Kuhflan. Epic. Schön in der Hand nehmen. Nom, nom, nom. Und dann bilden sie ihren Stein ab. Also manchmal ist das Spiel schon ein bisschen crazy.
und unpassend. Also wir haben jetzt einen ekligen Kufel an der Hand. Bah! Oh Gott! Und dann ist ein Stein da abgebildet. Ja, gehen wir mal off-topic, wenn wir hier so ein bisschen rumgehen. Kuflan. Es erinnert mich so an ein Video von Ape Crime TV, falls ihr die kennt auf YouTube. Sonst kann ich es empfehlen. Steht auch in der Empfehlkanäle. In meinem Channel Ape Crime TV haben sie gemacht. Wer haut hier auf die Kacke? Verhauen sie Scheißhaufen. Die haben sich Scheißhaufen gesammelt. Und dann haben sie einen Tisch dahingestellt und die Augen verbunden. Und immer abwechselnd mussten sie auf den Tisch schlagen, mit verbundenen Augen natürlich. Und der andere, der die Augen offen hatte, der durfte dann die Scheißhaufen, die auf eine Serviette lagen, immer wieder versetzen. Und irgendwann hat dann einer reingehauen. Ich werde jetzt nicht sagen, wer, André oder Genghis, aber... einer von den beiden halt, und wer es sich angucken will, der kann das gerne machen. Ich will jetzt hier nicht spoilern oder so, aber es war so lustig. Und so in einem vollen Flatsch, und wir laufen jetzt freiwillig mit diesem Flatsch rum, ey. Oh Gott, boah, guckt ihn euch an, ey. Boah, nom nom nom. Oh my goodness. Das erinnert mich auch in meiner Schulklasse. In der 12 jetzt gibt's tatsächlich Leute, ist ja auch ganz lustig, die sich Scheißhaufen App haben. Also was wir hier jetzt drüber reden, also so alles Scheiße hier, was ich hier laber. Nee, ist wahr, es gibt eine Scheißhaufen App, irgendwie Kacke Simulator. Da musst du die Scheiße füttern, wie so ein Tamagotchi. Kannst du dann Fisch, gesunde Sachen oder Fleisch oder Lolli. Und dann wird die Scheiße immer mehr und braucht halt Zuneigung, ne? Und wir geben auch gerade sehr viel Körperwärme an der Scheiße ab. Also die kriegt ja auch Zuneigung, kann sie nicht beschweren. Also, ja, ja, die Themen, die Off-Topic-Themen, die sind echt scheiße heute. Nehmen. Ja, was noch scheiße ist, ich weiß nicht, wie ich zum Aussichtspunkt komme. What the fuck? Versuchen wir es mal hier drauf. Hä? Okay. Das ist dann doch ein bisschen crazy. Hier drauf vielleicht? Wupp. Es bringt uns ja nichts. What the fuck, man? Kann man da drauf kommen? Und ich hasse es, wenn die Musik weg ist. Es ist so schön. Warum haben sie das so programmiert, dass die Musik dann weggeht? Das war irgendwie schwer. Weiß nicht mehr, wie es ging. Das war der letzte Punkt in dem Gebiet, der mir fehlte. Scheiß die Wand an, Leute. Scheiß die Wand an. Weiß nicht mehr, wie man da hinkommt. Tut mir jetzt auch leid. Sonst lassen wir das erstmal aus. Macht ja nichts. Aber das ärgert mich schon ein bisschen. Ja, aber wie soll das gehen, mal ganz ehrlich? Wir müssen da irgendwie oben hochkommen. Und dieser blöde Typ, der geht mir auf den Sack. Dieser Verschlinger. Da muss man... da kannst du ja nicht drauf, das ist das Problem. Da auch nicht, gell? Hm. Oh. Nee. Okay, lassen wir's. Scheiße. Müssen wir von der anderen Seite machen. Jetzt kommst du da nicht drauf. Jo, ach komm. Vielleicht kommt man da so irgendwie. Ah, nee. Vergiss es. Vergiss es. Ja, bezwingt schon wieder Separatisten. Also das finde ich immer blöd. Man, tausendmal das gleiche Quest, nur halt anders ausgedrückt. Oder mit einem anderen Hintergrund. Aber lassen wir das. Wow. Wow. Ja, kommt mal hier so drauf. I like that. Come on, bitch. Ja klar, du kannst mir auch jetzt nicht sagen, dass du da nicht drauf kommst. Idiot. Idiot, du Graufuchs, bist unfähig. Unfähig. Die Musik ist wieder da, schön. Aha. Von hier also. Wirklich?
Wirklich? Okay, wir machen erstmal die ganzen Separatisten tot. Der Dude, voll Matsche. Nee, das war der Kuhflan, lol. Voll den Kuhflan ins Face. Bratpfanne. Was hier alles gibt, ey. Und das ist wieder ein geiles Quest. Seht ihr, wie schnell sich das füllt. Immobilisieren. Gotcha. Und jetzt schnell killen. Mit dem Wächter an meiner Seite kann mir nichts passieren. Wir sind beschützt. Ich habe erst Volkswagen gelesen, aber Vorratswagen. So, Separatistentechniker. Was habe ich denn hier aufgehoben? Boing. Ach, das ist die Bratpfanne. Lol. Ja, boing, boing, boing. Gestunt, gestunt. Was ist das? Gegenschlag. Ach so. Wie ist immer stunt? Richtig geil, das Ding. Bratpfanne for the win. Wie Peach in Super Smash Bros. Ball. Bam. Boah, Betäubung. 3 Sekunden. Das ist, also Bratpfanne for the win. Wie behalte ich jetzt hier immer? Richtig OP. Bam! Ganzen Wagen mit einer Bratpfanne geschrottet. Wer braucht schon Pistolen und so, wenn man eine Bratpfanne hat, mal ehrlich. So, abwehren, abwehren, abwehren. Yes! Und so richtig betäubt. Und zack. Schleuder mich doch nicht einfach so weg hier. Speed, Bratpfanne! Oh nein, sie ist kaputt gegangen. Nein! Warum? Schaufel will ich nicht. Die hat nicht den Style einer Bratpfanne. Okay. Kommt man da vielleicht irgendwie drauf? Ja. Yes, man. Yes, man. Come on. Ja, klar. Und jetzt schafft das wieder nicht hier drauf, wie es extra so gemacht ist. Muss irgendwie leichter gehen, aber ich weiß es nicht. Ich verzweifle an diesen Aussichtspunkt. Das ist so kalt. Da besiegen wir diese Olle mal endlich. Nervt dir keiner mehr, verstehst du? Graufuchs, verstehst du? Du understand? Oh, Mittel und relativ gute Werte. Naja, egal. Ich möchte diesen Punkt haben. Da geh ich nicht hin, denn das ist ein Veteran. Kacke. Es ist echt nicht möglich, da drauf zu gehen. Es ist zum Mäusemelken. Zum Kotz! Das wäre so geil. Hätte es geklappt, da hätte ich super viel Skill, aber es ist einfach nicht möglich. Wow, Sprengstoff. Geile Sache. Deswegen Separatisten zerstört ihre Lager. Was soll ich damit machen? Sprengstoff. Einfach mal da hinlegen. Oh, 2 Gegner, not secured. Und 1 weggeflogen, dank des Sprengstoffes. Geh sterben, geh baden. Du auch. Ist genauso unbeliebt wie dein Bruder. Schwurbruder. Oder was auch immer. Und tschüss. So, an dem Volkswagen noch zerstören. Seht ihr, mit Bratpfanne haben wir über 100 Schaden gemacht. Hier nur 50. Lol. Und jetzt mit Lotus. Nee, mit Herzsucher. Machen wir das gerade. Hör, die chillt da. Sitzt ganz gechillt am Boden. Doch gleich ist sie auch an ihrem Boden. Boden der Tatsache und am Boden zerstört. Doch wie komme ich jetzt zu diesem Punkt? Es lässt mich ja keine Ruhe, verdammt. Scheiße. Egal. Ich habe noch einen Arzttermin. Nicht wirklich, aber müsst ihr nicht wissen. Was? Die haben jetzt das Tor zugemacht? Seid ihr des Wahnsinns? Könnt ihr doch nicht machen. Kann's ja nicht sein. Stirb. Tschüss. Mir geht's ziemlich schlecht. Oh shit. Dieb, komm zu meiner Hilfe. Oh Scheiße, oh meine Hilfe. Gut. Hat geklappt. Flucht-Act. Success. Was ich eben vermutet habe. Hä? Sind wir ganz woanders? Fahren der Scheiß da. Ja, was ich eben vermutet habe ist, dass man von hier, wenn man da drauf landet,
Ja, nee. Vergesst es. Okay, jetzt habe ich offiziell gar keinen Plan mehr. Obwohl. Obwohl. Hör, wo kommst du jetzt her? Dieb. Du Dieb. Böser Bube, du. Ach, da sind wir wieder dann. Wieso kann. Ja! Ja, klar. Wie ist scheiße. Kack. Anti-Glitching. So habe ich es aber damals gemacht. Haben sie es jetzt gefixt? Dann habe ich keinen Plan, wie man zu diesem Punkt kommt. Absolut nicht. Ja, lasst mich doch in Ruhe. Ich will doch nur gucken, als friedlich. Wie man da hinkommt, verdammt. Ja, ich werde sterben. Ja. Viel zu viele Gegner. Atmen. Und alles! Nur weil ich zu diesem verdammten Punkt wollte. Damn! So was Unnötiges. Unnötige Death. Scheiße doch. Es kotzt mir und ich will noch diesen Punkt haben. Es lässt mir einfach keine Ruhe. Ich will es haben. Mann. Ja klar, drei Gegner. Sonst geht's euch gut, oder was? Vielleicht kommt man da rein. Nee. Ja klar, der Veteran noch. Das ist offiziell mein Ende. Im Gelände. Kommt man da vielleicht hin? Ziemlich wow. Schlecht. Ach komm! Ist doch nicht wahr hier. Kommt der Veteran auch? Will's mal nicht hoffen. Die ist leichte Beute hier. Die Olle. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Mann. Kriegen wir die? Kriegen wir die? Komm schon, komm schon. Die kriegen wir nicht, die kriegen wir nicht, die kriegen wir nicht. Die Olle. Bitte, 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 stirb doch, yes, yes, motherfucker! Separatisten-Technikerin. Ja, sorry, ich will unbedingt diesen Punkt, Leute, ich will ihn unbedingt. Ist der mies? Ist nur wieder herausfinden und nicht Skill im Jump'n'Run. Nicht so nach meinem Geschmack. Sehr episch gerade. Scheiße. Oh, du Dreckiger. Ja. Fick doch deine Mutter. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Nee, offiziell kann ich euch sagen, dass es hier nicht dahin geht. Dann weiß ich es nicht. Schreibt es mir in die Kommis, wie es gehen soll. Ich habe keine Ahnung. Ja, gestunt. Halt deinen Rand. So. Wir reisen jetzt. Denn hier haben wir nichts mehr verloren. Oh, wie kommt man da hin? Toll. Ja, gerade jetzt ist es umkämpft. Da muss ich mich hier nochmal durchkämpfen. Yes, Geronimo. EY Jenkins! Gott. Ja, macht das Tor zu. Ihr seid schön asozial. Gefällt mir. Ja, wo kommt der jetzt weg? Was ist das? Ein Dieb? Ein Charles Dieb? What the fuck? Dieb ist tot. Aber das Tor ist auch zerstört. Also schnell die Biege machen. Wieso bin ich jetzt ein Char? Verbackte Scheiße for the win. Wieso war ich gerade scharf? What the fuck? Yeah, you're right. Schärft Minen, sammelt Schräubel, zwingt Separatisten. Welche Überraschung. Das 20. Quest hier. Mit Separatisten. Money Boy. Totes Wildschwein. Ich würde sagen, eine Quest machen wir noch. Die ganze Zeit rumgeirrt, nichts geschafft.
sollst dir gar nicht wiederbeleben. Du sollst dir nicht wiederbeleben. Honk. What the fuck? Ja. Und tschüss, ich hab noch einen Arzttermin. Und bye bye. Scheiße, so viele Flammenlegion-Typen. Bezwingt Separatisten und sammelt Schrott. Gut. Das sollte möglich sein. Oh, nee, das kenne ich noch, das kenne ich noch. Es ist... Nee, doch, doch, das ging. Das ging halt. Sogar. Die Vorräte her, dann überlebt ihr vielleicht. Träumt weiter. Diese Vorräte bekommt Nagel und sonst niemand. Die Trümmerfelder hier. Bringt sie alle um. Oh, okay. Du willst Stress. Du machst Stress. Du kriegst Stress. Down. Das war Stress. Oh, das hat wehgetan. Das hat wirklich wehgetan. Hoffe ich doch zumindest. Wow, wow, ja, mehr Separatisten, bitte. Reicht ja nicht, ne, wenn da drei sind. Nein, nehmen wir lieber 10. Gleich die dreifache Menge. Oh, Veteranen. Veteranen! Oh mein Gott. Lieber schnelle Angriffe. Vorne mit ihnen und tschüss. Mit Is. Metallstange, ne, wollen wir nicht aufheben. Oh, wir machen es trotzdem. Ich weiß gar nicht, die muss man irgendwo abgeben, das weiß ich noch. Oh, eine Mine. Hä? Zählt das dazu? Ja, aber nur minimal. Wo mussten wir es abgeben? Das ist die Frage. Wow, da sind noch mehr Separatisten. Die kriegen jetzt mal so richtig eine Mine ab, ne. Ich will die jetzt schnell besiegen, dass sie noch ein paar Erfahrungspunkte kriegen. Ja, komm schon, komm schon. Ach, scheiße. Mache Meldung. 2 von 6 Separatistengruppen. Ne, da kommen noch einige. That's what I needed. Legen wir eine Mine für die. Schönes Willkommensgeschenk. Und schmeißen denen so richtig ekligen Schleim ins Face. Komm schon, komm schon. Zählt das überhaupt was zur Quest? Nee. Not so good. Dann sammle ich mal meine Minen weiter. Hier ist noch eine. Nimm sie auch mit. Wie viele sind da? Komm her, lieber Sturmrufer. Du wirst keinen Sturm erhoffen, denn du bist nicht Tor, der Gott des Donners. Deswegen bist du auch tot. Entschärfen, legen. Was haben wir hier? Durchsuchen. Eine Eisenstange. Kann ich gern drauf verzichten. Kommen noch 2 Gruppen. Oh, Eisbogen. Der ist geil. Der ist geil, Freunde. Ist wie, da spielt ihr dann so wie bei, wie Ash von League of Legends hier. Bam! Wie die Salve von Ash. Das ist ganz lustig. Eisbogen, echt ein bisschen voll League of Legends, oder? Aber ganz cool. Das können die Elementarmagier, glaube ich, als Elite-Skill beschwören. Apropos Elite-Skill, noch 3 Level, meine Freunde, haben wir. Die Diebes-Gilde, ich habe ja schon drauf gespart. Nee, das bringt hier echt nichts. Aber viele Erfahrungspunkte. Wieder eine Errungenschaft mehr. Aber wir wollen jetzt dieses Quest noch erfolgreich abschließen und dazu gehört es, die Minen zu sammeln, entschärfen und wegschmeißen. Konnte auch irgendwie die Metallstangen abgeben, aber ich weiß nicht, wo. Da wahrscheinlich. Sammelt Schrott, das machen wir jetzt. Denn ich finde echt keine Mine mehr. Metallstange, nehmen wir mit. Wie es aussieht, ey. Und eine lange Stange. Voll Ghetto-Style, ja. Bam, bam. Freestyle, Street Fighter Number One. So, der kriegt das jetzt hier. Tick, död. Sieg durch Stärke. Wegmarke, oh, cool. Aha, von da aus können wir sogar in die schwarze Zitadelle. Coole Sache. Aber dazu gleich mehr. Ich sammle noch ein bisschen Schrott. Bin der Schrottsammler. Man merkt auch so ein bisschen wieder am Soundtrack, gerade bei diesem Soundtrack, dass es von Jeremy Soule ist. Weil es erinnert schon sehr an Oblivion.
Beziehungsweise an die anderen Guild Wars Teile, beziehungsweise an Skyrim. Ach, Jeremy Soule, der hat auch schon was drauf. In RPG-Soundtracks. Natürlich wird es in Mario-Spiele oder so nicht reinpassen. Rein voll Logik. Aber trotzdem geile Werke, die er gemacht hat. Ich glaube, Jeremy Soule hat sogar von Die Siedler ist immer der Königin. Der Könige. Mein Lieblings-Siedler-Teil. Auch den Soundtrack davon gemacht. Das merkt man auch. Trümmer, alles liegt in Trümmern. Die Stunde Null hat geschlagen. Ascalon ist zerstört. Und gestört. Nein, Spaß. Bringt das viel? Ich habe gar nicht so drauf geachtet. Oh, Separatisten. Die können wir natürlich auch noch besiegen. Die zählen, glaube ich, zur Quest dazu. Du geht voll Metallstange in your head hier. Wiederbeleben. Lebensenergie einflößen! Und nicht erblößen! Oh, es zählt sogar auch zur Quest dazu. I like that. Nein, Metallstange ist kaputt gegangen. Dame! Ich fühle mich. Was soll's? Wir haben eine gute Tat getan und diese Assis besiegt. Die Waldraupen werde ich allerdings nicht besiegen. Aufstellen. Meine Ausdauer schwindet! Winter selber, Mann. Ach, die rauchen, die irgendwie rauchabhängig sind, die kann man entschärfen. Seht ihr? Okay. Sind da noch mehr? Nee, aber eine Metallstange, immerhin. Schrottsammler. Althäusen, kennt ihr das? Bei uns an der Straße fährt ganz oft hier so ein Schrottwagen lang und dann Althäusen und dann immer diese Melodie, diese friedliche Melodie. So zum Schrottwagen, so eine friedliche Melodie. Und er will immer Schrott einsammeln, ne? Hatten wir mal Schrott dahingelegt an der Straße? Also wollten das? Hatten wir nicht, sorry. Aber wir wollten das. Wir wollten sofort da rausgehen. Hatten das schon parat. Und er fährt sofort vorbei, weil er eh weiß, dass es keiner was gibt. What the fuck? Dann ist er hobbylos, denke ich mir mal. Warum fährt er dann überhaupt rum, wenn er gar nichts einsammeln will? So mache ich das. Sehr merkwürdig. Aber soll's. Wir haben es geschafft, das Quest. Und auch das aufgedeckt. Wisst ihr, was wir noch machen? Das. Den Aussichtspunkt. Wenn wir schon mal hier sind. Und das Huhn umlegen. In The Legend of Zelda wäre es das Schwerste, was es gibt. Hühner zu besiegen, weil die gehen der End ab. Aber hier. Eine Leichtigkeit. Gut. Wie kommt man zu diesem Aussichtspunkt? Wo ist der Aussichtspunkt? Ich habe keine Idee. Stirb. Wir gehen einfach mal hier oben hoch. Hier oben haben wir die Aussicht, den Durchblick. Oder auch nicht. Man gar nicht hochgehen kann. Nur zu gut. Tja, Leute. Wie kommt man dann dahin? Also die Aussichtspunkte sind schon ziemlich asozial hier. Doch, er war ganz woanders, nämlich hier. Ganz einfach zu kriegen. Ich denke, zu komplex, meine Freunde. Damit möchte ich mich verabschieden mit diesem Bild. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr das auch natürlich favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.